möchte gar nicht ohne Mimir losgehen hier. Da es jetzt keine Ablenkungen mehr gibt. Ich habe Rat, falls du ihn hören willst. Dann sprich. Diese Wut, die du auf deinen Bruder hast, die kenne ich. Du hast einen Bruder? Sein Name war Deimos. Als wir jung waren, entführten ihn zwei Götter wegen einer Prophezeiung. Die Götter meiner Heimat hinterließen kaum Überlebende. Und als ich erfuhr, dass er noch lebte, war es für eine Wiedergutmachung zu spät. Sein Zorn brachte ihn gegen mich auf. Aber ich habe nie aufgehört, meinen Bruder zu lieben. Du findest meine Wut irrational. Du kennst Freyr, er ist so kurz und stellst dich schon auf seine Seite. Ich stelle mich nicht an. Na, du äußerst dich nur zu einem Thema, von dem du keine Ahnung hast. So, aufpassen, kann man wieder irgendwelche Scheißblumen. Ja. Hab ich gesagt, ne? Das geht in die Knie. Ja. So, großes Areal, Gegner. Ja, komm. Ach, ja, genau, das waren die mit dem Herz, ne? Halt vergessen hat, genau. Ah, schon viel zu lange her gewesen. Genau, ich bin bald vergessen. Geile Ressourcen. Ach, jetzt kommen auch diese anderen Fluppis hier an. Die sind ja lustig. Dahin? Jo. Ein Wunder, dass ich es so schwer hatte, dich zu töten. So, Waldvergessener. Die Dschungelwinde Helms stecken voller Warnmagie, insbesondere was die Weltvergessen angeht. Der Name ist etwas irreführend, obwohl sie den Feuer- und Frostvergessenen mit ganz edeln. Verbinden und trennen sich diese Waldbestien innerhalb einer einzigen Jahreszeit. Die Warnen lassen sie meist in Ruhe. Aber zwei gewisse legendäre Schmiede schätzen ihre Herzen, die ein gewisser Kriegsgott im selbstgewählten Exil nur zu gern beschaffte, um sie gegen bessere Ausrüstung zu tauschen. Genau. So, jetzt brauchen wir noch eine Rune. So, kurz gucken hier. Chaosflamme, Waffenverbesserung. Kleine Flamme ohne Ursprung. Mit ihr können die Chaosklinge verbessert werden. Geilo. Habe ich echt eine Chaosklinge? Warte. Hier müssen wir nachher mal gucken. So, warte, hier ist irgendwas rum. Danke. So, hier ist auch noch Energy. Okay.
Ich weiß, was du tust. Du spielst mit meinem Mitgefühl in der Hoffnung, dass ich dich am Leben lasse. Ich will doch nur helfen. Die Fehler der Vergangenheit müssen nicht wiederholt werden. Ich muss nichts über deine Fehler hören. Ich habe selbst genug gemacht. Danke. Na, Knochen? Ah, Viecher. Gulon war das, alles klar. Der gute alte Gulon. So, jetzt habe ich den Baum kaputt gemacht. Und wo? Warte mal. Kiste. Alle wollen mir unbedingt Ratschläge geben, als ob ihr mich oder meine Bedürfnisse kennen würdet. Ihr seid schuld am größten Verlust meines Lebens, um ja, mich ich zu weiß, retten, wir haben obwohl ich Sohn es getötet. Gar nicht wollte. Aber er war echt ein Arsch. Es war meine Familie, mein Chaos. Ich weiß, Baldr war nicht perfekt, aber er gehörte zu mir. Ich war alles weitere als perfekt. Du weißt es. Hast du auch nur die geringste Ahnung, wie es ist, ein Kind zu verlieren? Ja. Gott sei Dank noch nicht. Habe ich. Du hattest noch eins? Vor Atreus? Ihr Name war Calliope. Oh, das war das Neue, okay. Da war es nicht aufgepasst beim Spielen, wa? Es ist so lange her. Vergiss es. Ich hätte nicht fragen sollen. Ich ärgere, dass er es noch nicht nutzen kann. Mann, ey. Diese Kargpflanzen. Ja. Yeah, never!
Was denn für ein Ding? Flammengrandunger, das bevorzugte Radio von Odins Einherjahr. Man kann sie mit einem griechischen Löwen vergleichen, kombinieren mit den Hörnern einer Ziege, dem Geweih eines Hirsches und der unnatürlichen Fähigkeit, das Laubwerk um sich herum zu verbrennen. Wir müssen zu diesem Wachturm. Der Weg führt durch dieses Tal. Hier lang. Ich kenne die Geschichte deines Sohnes. Du sollst die meiner Tochter kennen. Ein grausamer Gott täuschte mich und ließ mich ein Dorf auslöschen. Ich wusste erst, dass meine Frau und meine Tochter dort waren, als ihr Blut an meinen Händen klebte. Ich schwor Rache. Es ist unvorstellbar. Ich rächte sie tausendmal und legte den Olymp in Schutt und Asche. Doch die Schuld blieb. Vielleicht wirst du mich töten, Freya. Aber es wird dir keinen Frieden bringen. Vielleicht will ich keinen Frieden. So oft wie ich zu dir kam, warum hast du nie gegen mich gekämpft? Es wäre immer eine Niederlage gewesen. Was soll ich sein? Ich wollte dir nie etwas antun, Freya. Du hast Atreus gerettet, als er krank war. Ich wollte nicht damit leben, dich zu töten. Genauso wenig, wie ich sterben wollte. Verstehe. Hörst du das? Nika! Und so nahe am Dorf! Der Gesang macht ihre Verbündeten unverwundbar. Sie werden dich nicht durchlassen. Du musst sie vernichten. Ja.
Was heißt, wenn ich gar nicht fertig machen kann? Habe ich nämlich so langsam. Oh, ernsthaft jetzt? Ich krieg irgendwie nicht fertig, ich weiß nicht warum. Das mache ich falsch. Ach, wegen ihm ja wahrscheinlich, ne? Alles klar, oh Mann, ey. Oh, dann haben wir gescheitert. Daran lag's. Alles klar. Nicht richtig aufgepasst. Nicht richtig aufgepasst. Schnackseller. Energy. Okay. So, dann können wir ja jetzt. Ich erkenne es kaum. Freyr und ich spielten in den Feldern versteckt. Wir verbrachten Tage damit, Honigbrot aus der großen Halle zu stehlen. Honigbrot. Zur Erntezeit tanzten und schlemmten wir bis Sonnenaufgang. Es war ein Lärm. Warum musste ich zurückkommen? Die große Halle. Eine Ruine. So, erstmal ist hier was, ne? Die andere Hälfte fehlt. Wandkunst. 9 von 12. Möge sie uns stets beschützen. Ein altes Sprichwort sozusagen. Was ist denn hier noch Schönes? Okay, hier kann ich nicht lang. Schade. Stopp, Hacksilber. Nehmen wir mit. Kein Hacksilber? Nein. Ich höre sie da drin. Mach dich bereit, sie zu erledigen. Go!
Was Odin mir angetan hat. Er hat jede Erinnerung, die ich an mein Zuhause habe, entweiht. Sei froh, dass du ein Zuhause hast und dass du dich gern erinnerst. Im Sparta nahm man die Kinder ihren Eltern weg und erzog sie in der Agoge. Wir marschierten oder starben, stritten um Reste oder hungerten. Man schlug uns, bis wir nicht mehr stehen konnten. Abends schlichen wir nach Hause, allein, gejagt von den Wölfen. So werden Spartaner gemacht. Diese Pflanzen verhalten sich wie die Hohnstangen, die wir einst im Vorland von Midgard fanden. Ja, nu? Ah, okay. Tja, wenn man bedenkt, wie Spartaner sind, ist es kein Wunder, dass Kiste. Du geworden bist. Dein Schicksal war vorbestimmt. Man kann sein Schicksal ändern. Das dachte ich auch immer. Als die Nornen das Schicksal meines Sohnes weissagten, wollte ich es ändern. Du weißt, was das für ein Ende nahm. Die Nornen sind die Mäuren dieser Welten. Ganz genau. Der Prophezeiung zu trotzen ist riskant. Der Prophezeiung zu trotzen, okay. Kiste. Na? Schmetternschild. Ein Schildgetränk mit dem Strahlen nicht tausender verglühender Sterne, die Kraft des Kosmos. Okay. Stopp. Atreus gäbe dir bei den Prophezeiungen recht. Stirbt blind in sein von Riesen geweissagtes Schicksal. Verschwindet für zwei Tage. Als sie Streiter beweisen, der bei Ragnarök kämpft. Wie bitte? Ich kenne alle Ragnarök-Prophezeiungen. Es gibt keinen Streiter der Riesen. Groa hatte diese verborgen.
Wegen dieses Streiters rafft Ragnarök die Welten nicht dahin. Nur Asgard wird fallen. Und Odin. Obwohl Odin also die ganze Zeit so von Ragnarök besessen war, fehlt ihm also ein wichtiger Baustein. Gut gemacht, Groa. Atreus wird kein Spielball der Prophezeiung. Du stellst dich noch gegen das Schicksal? Selbst wenn es einen Sieg vorhersagt? Mein Sohn zieht nicht in den Krieg. Er ist kein Spartaner. Dabei soll es auch bleiben. Tja, Gespräche zwischen Vater und Mutter hier. Du sprichst davon, deinen Sohn zu beschützen. Ist meine Tragödie dir nicht Lehre genug? Wir sollten unsere Zeit mit ihnen verbringen, nicht damit, das Schicksal zu bekämpfen. Man weiß nie, wann jemand einem plötzlich diese Zeit nimmt. Das stimmt. Kiste! Ist hier noch irgendwas Schönes? Nope. Okay. Einen Weg über die zerstörte Brücke finden. Ja, ja. So, nochmal. Lol. Jetzt. Oh. Ha. Gehen wir jetzt über die Brücke. Ja, bitte. Kann ich hier nicht runtergehen? Da sind auch noch coole Sachen, die man nicht. Wie kannst ausgerechnet du von allen Lebenden vor Krieg zurückschrecken? Nach all den Göttern, die du getötet hast. So, C und N. Ich kenne den Krieg und seinen Preis. Ich etwa nicht. Nach dem, was ich zahlte. Aber wo waren die anderen? Da ist N. Sieh dich um, Kratos. Das geschieht, wenn das wahre Böse nicht bekämpft. Und sehen. Komm ich da so ran hier? Okay, muss ich auch das Ding da irgendwie hinfeuern. Das ist das andere Teil, ne? Nach rechts, dann nach links, komm. Ah. Na, das ging ja fix. Okay, versuch mal klug. Hat geklappt. Ups, falsch. Nicht gezielt. Alter, Kratos. Kumpel. So, jetzt holen wir uns die Nordruhe. Axt. Ah.
Und was kriegen wir Schönes? Ein Edun-Apfel. 2 von 3, einen brauchen wir noch. Okay. Na schön. So, gibt es hier noch was? Ja. Quacksilber. Immerhin. Können wir hier rüber? Nö. Na, hier auch nicht. Okay, keine Rabe, nichts. Sehe ich auf jeden Fall nicht. Ist hier irgendwas Cooles? Nee. So, Freya, wo führst du uns denn? Endlich wieder durchquetschen. Ja, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Einer von Odins Hauptmännern. Mach dich bereit. Ab mit dem Kopf! Ah, doch nicht. Das war's. Ein Fiske war das. Wie muss ein Sterblicher im Leben gewesen sein, um eine solche Macht und Autorität in Valhall zu erlangen? Danach zu urteilen, mit welcher Kraft er die Sense schwingt und sein Territorium verteidigt, vermute ich, dass er ein Bauer war, der die Waffen gegen irgendeine Bedrohung erhob und sich als guter Schlachter erwies. Und für seine Tapferkeit wird er nach dem Tod mit noch mehr Schlachten belohnt. Ich frage mich, ob er überhaupt eine Wahl hat. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. So, Klinge von Dötter. Die von einher ja geworfene Klinge ist ein Synonym für den Tod. Es heißt, es gibt keine Oberfläche, die sie nicht durchdringt. Sehr gut. Herstellungskomponenten. Ein bisschen Energy. Yay. Zerstampft. So. Aber macht deinen Verlust nicht wieder gut. So wenig wie mein Tod. Für heute habe ich genug Binsenweisheiten aus deinem Mund gehört. Stopp. Könntest du bitte einfach still sein und töten? Hm, gleich, wir gucken jetzt mal vorne mal nach links und nach rechts. Gibt's doch bestimmt irgendwas Schönes, oder? Ah, siehst du, fette Truhe. Ja, hab doch mal ein bisschen Geduld hier. Ist ja auch für dich gut, wenn wir hier lange durchhalten, ne? Freya, ungeduldig bist du. So. Okay. Wollen wir hier Pflanzen hier? Nö. Stopp. Axela. Ja. Sachen kaputt machen können wir richtig gut. Quacksilber? Ja. Okay. Nein. Da wollte ich, glaube ich, gar nicht runter. Mal kurz mal gucken hier. Nicht mit uns, das haben wir schon mal gemacht. Noch eine Pflanze hier. Nee. Doch. Gerade noch gesagt.
So, geschliffenes Metall. Da können wir nicht hoch. Oh shit, Alter, jedes Mal diese Scheißdinger. Truhengeil. Okay, haben wir uns einen Weg gebaut. Sehr gut. So, ein bisschen gucken. Das ist doch nicht ohne Grund, das hier zu fallen, oder? Quacksilber, das nehmen wir noch mit. Flop. So, wieder hoch. So, und jetzt müssen wir noch irgendwie das hier Ding. Können wir es nicht ausrichten? Ja, doch. Falsche Richtung. So, jetzt haben wir. Oh, Alter. Ach so. Helios-Fackel. Nein. Und jetzt können wir schon hier runter, ne? Und hoch. Trag mir nicht wieder auf zu töten. Was? Ich töte, um meinen Sohn zu schützen, meinen Freunden zu helfen. Aber ich bin niemandes Monster. Nie wieder. Das ist nicht deine Entscheidung. Nicht mit dem, was du mir schuldest. Ich bin nicht als Bestätigung hier, ne? Ich hätte dir immer geholfen. Es wurde mir so vieles genommen und das soll ich einfach so hinnehmen? Freya. Genug. Na, das schreit auch schon nach. Geht gleich los. Energy kann ich schaden. Gehen wir. Wir ja, müssen gleich nur durch die Türen da vorne. Kann ich die abfackeln? Warum verschwendest du deine Zeit damit? Wir müssen ja, vielleicht gucken wir, ob ich hier lang kann. Bestimmt irgendwelche Sammlung. Die will ich haben. Hoch. Schade.